Hallo und willkommen zum illustrierten Wegweiser, um den Islam zu verstehen. Ein simpler Prospekt, um den Verkauf von Islam anzukurbeln, nur mit Falschaussagen, die eindeutig Lügen sind. Schade eigentlich. Anstatt das Verständnis, was Islam ist, die Bedeutung, der Inhalt, Anwendung und das Ergebnis zu vertiefen, wird dreist etwas verbreitet, was wissentlich falsch ist, um andere zu täuschen. Durch eben diese primitive Propaganda. Und es ist eine arglistige Täuschung, denn es ist eine Täuschung über Tatsachen, die vorsätzlich erfolgt, der Täuschende also weiß und will, dass sein Verhalten zu einem Irrtum des Getäuschten führt. Im Namen Allahs, der leider kein Deutsch kann und auf einfache Menschen angewiesen ist, die den ganzen Quatsch interpretieren, weichspülen und dann damit andere betrügen müssen. Eben weil der Islam an sich den Menschen heute so irre wenig zu bieten hat. Und Ethik zählt da leider nicht. Hier, wir sind hier auf der untersten Schiene. Wenn ich das jetzt mal bildlich darstellen soll, hier haben wir eine 5-Sterne-Moschee, hier eine 4-Sterne, dann 3 Sterne, dann 2 Sterne und dann das, womit wir es hier zu tun haben, eine absolute Bruchbude. Daher müssen die Autoren hier auf absolut Blödsinniges zurückgreifen. Auf etwas, was nicht existiert, nämlich ein wissenschaftliches Wunder. Wissenschaft ist ein Prozess, der Naturphänomene untersucht, und Wunder sind das Gegenteil. Ein Vorgang, der eben dieser Natur zu widersprechen scheint. Die beiden Begriffe sind also unvereinbar miteinander und daher abzulehnen. Mit leisem Kopfschütteln. Und hier reden wir mal über Berge. Und in der Realität, der Wirklichkeit, gibt es verschiedene Typen von Bergen, je nach Entstehungsart. Was ich ja bereits in der Bükeyismus-Serie gezeigt habe, ist als Beispiel die Alpen, die nicht von oben auf die Erde aufgesetzt wurden, sondern über lange Zeiträume durch den Aufprall zweier Kontinentalplatten hochgeschoben wurden. Auch heute noch. Und der Koran, was sagt der dazu? Und er ist es, der die Erde ausgebreitet und auf ihr verstehende Berge und Flüsse gemacht hat. Und wir setzten auf die Erde Berge, damit sie nicht schwankt. Er hat feste Berge auf der Erde gegründet, damit sie nicht mit euch wanke. Naja, und so weiter. Zurück zur Werbebroschüre, die hier sehr kurz ausfällt, aber so dermaßen viel Blödsinn enthält, der jedes Mal erklärt und aufgedröselt werden muss. Und es wird hier, naja, als Quelle und Referenz ein stark veraltetes Buch aus den 80ern hergenommen, wobei beide Autoren längst tot sind und in dem tatsächlich unter Magnetismus und Schwerkraft Wurzeln von Bergen erwähnt werden. Weil Berge, die über der Erdoberfläche hoch sind, nicht unbedingt so tief aus der Kruste herausragen. Daher ist der Everest zwar der höchste Berg über Null, aber der höchste Berg, gemessen vom Boden bis zur Spitze, ist eben Mauna Kea auf Hawaii. Und da ist die Gesamthöhe ca. über 10.000 Meter. Obwohl der Gipfel nur 4.200 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Und da steht jetzt moderne Erdwissenschaften, ja, ich glaube, das sollte Geowissenschaften heißen, haben bewiesen, dass Berge tiefe Wurzeln unter der Erdoberfläche besitzen. Oh je. Also die Lügner für Allah wollen hier einen Zusammenhang herstellen zwischen einem Sachbuch, auch wenn es veraltet ist, und den Beschreibungen im Koran. Nur haben wir hier eigentlich so ein kleines, klitzekleines Problem. Der Koran erwähnt das Wort Wurzeln gar nicht. Das heißt, der Koran beschreibt Berge eben nicht so, wie es in der Realität der Fall ist. Jetzt wird es aber noch schlimmer. Haben wir nicht die Erde zu einem Lager gemacht und die Berge zu Pflöcken? Und nur um es ganz richtig, Pflöcke, dieses Autada, heißt wirklich nur Pflöcke. Wenn wir uns alte Texte wie die Veden der Hindus ansehen, dann bemerken wir sofort die Ähnlichkeit. Das heißt, diese Idee, dass Berge auf die Erde aufgesetzt und die Stabilisierung der Oberfläche als Funktion hatten, die ist uralt. Nur stimmt sie leider nicht.
Berge werden nicht als Halt in die Erde reingetrieben, sondern ganz im Gegenteil, wachsen in Regionen der Instabilität aus dem Boden heraus, nach oben, auch heute noch. Und deswegen sind Gegenden wie Chile oder Italien, die haben irre starke Erdbeben am Fuße der Berge. Das heißt, auf Seite 16 wird es jetzt richtig abenteuerlich, weil hier das Wort Pflock weiter begründet werden soll, was ja vollkommen idiotisch ist. Anstatt einfach zu sagen, naja, dass hier die Vorstellungen der Antike übernommen wurden, weil der Islam durch den Islam begründet, weil der Islam apologiert, na gar, als Quelle benannt wird, den ich ja vor Jahren als rücksichtslosen, widerlichen Lügner entlarvt habe. Das habe ich in der Bükeismus-Serie detailliert erklärt, so dass ich es hier nicht nochmal wiederholen muss. Ne? Überhaupt, hier ist vieles von dem Buch von Bukey abgekupfert worden. Aber ich wiederhole das Wichtigste hier nochmal. Die Bilder stammen wirklich aus, naja, aus den genannten Büchern. Das von Carieux, das nochmal 10 Jahre älter ist als das von Presivus. Nur hier steht auch nichts über Pflöcke. Daher hat man auch den Text zu dem Diagramm auf Seite 221 tunlichst weggelassen. Und das Bild hier habe ich stark auf dieses Format geschrumpft, weil es im Buch über 2 Seiten geht. Was Carieux aber schreibt, ist, dass Berge wie Vulkane mit ihren Erdbeben eine instabile Erdkruste an dieser Stelle anzeigen. Also schon wieder das genaue Gegenteil von dem, was im Koran steht. Die Autoren gehen wohl davon aus, dass niemand die Angaben überprüft. Weil wenn man das tut, sieht man, dass da das Gegenteil von dem steht, was eigentlich im Koran steht. Und die geben das als Quelle an. Ja, und das geht auf Seite 17 hier munter so weiter. Soviel ich weiß, gibt es ein Wort für das Wackeln der Erde. Erdbeben. So einfach ist das. Naja, kann sich jemand vorstellen, dass Berge in der Kruste stecken? Na klar, denn da kommen sie ja her, von unten nach oben. Das sollte ein halbwegs gebildeter Gott doch wissen, oder etwa nicht? Auch, naja, ich habe ja eben gezeigt, dass gerade in Bergregionen am ehesten Erdbeben auftreten können. Daher ist die Aussage im Koran in Kapitel 16 auch völlig falsch und entspricht nicht den Tatsachen, der Realität, der Wirklichkeit. Naja, wie auch der letzte Abschnitt im Prospekt völlig idiotisch ist, weil ja gerade die tektonischen Platten an den Rändern zu Erdbeben führen. Hier verhaken sich nicht nur die Platten, sondern auch die Autoren, die Fachbücher als von Idioten verfasst darstellen, aber Geologen haben das rausgefunden, dass die Geologen, die solche Bücher schreiben, Idioten sind und nur Geologen das verstehen, das nur können. Die zwar das Gegenteil herausgefunden haben von dem, was im Koran steht, aber sie haben den Koran bestätigt. Ey, sag mal, das ist doch nicht richtig. Das ist nicht, die ticken doch nicht ganz sauber. Diese Geologen haben wohl auch nicht die hier verwendeten Texte und Diagramme angefertigt, die ja den Koran bestätigen sollen. Weil ja der Koran so schlecht geschrieben wurde, dass er durch Menschen bestätigt werden muss, was ein Gott nicht zustande gebracht hat. Das heißt, wir haben hier im Koran mehrere Fehler. Das heißt, das erste ist erstmal, dass man Berge auf der Erde irgendwie absetzt. Dafür gibt es überhaupt keine Belege, sondern ganz im Gegenteil, es gibt, weiß ich, nur Belege, dass Berge aus der Erde heraus nach oben wachsen, nicht umgekehrt. Zweitens sind das keine Pflöcke. Berge werden nicht in die Erde reingehämmert oder reingedrückt oder sonst irgendwas, sondern es sind einfach nur Teile der Erdkruste, die nach oben weggeschoben werden oder die auseinanderfallen oder wo ein Teil absagt oder wo Vulkane eben aus der Erde herausbrechen. Also es gibt verschiedene Arten, 4 oder 5 verschiedene Arten, wie Berge entstehen können. Dann drittens sollen Berge eine Funktion haben, nämlich ein Wanken zu verhindern. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Dort, wo Berge eben an tektonischen Plattenrändern entstehen, da haben wir dann auch vermehrt Erdbeben. Also genau das Gegenteil. Und vor allen Dingen, viertens, der Prozess ist nicht abgeschlossen. Ich weiß, im Koran steht immer, Berge wurden und sind fertig und im abgeschlossenen Vergangenheitsform oder wie immer. Aber es stimmt doch nicht, die wachsen heute noch.
Also ich verstehe nicht, warum die Leute so etwas machen. Es ist doch heute im 21. Jahrhundert unheimlich einfach zu sehen, dass hier nur Blödsinn steht, dass hier ganz klar gelogen wird und zwar absichtlich, dass Leute getäuscht werden. Aber dies wird geleugnet, damit der Koran Recht behält, egal wie falsch er ist. Okay, bis zum nächsten Mal in die Kosmologie. Ciao for now.